Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen. Falls ihr auch euch fragt, wie ihr denn hier eigentlich, naja, ich sag mal, diese freischalten könnt, da steht ja, dass man Level 13 oder 14, was stand da? Er steht jetzt nicht mehr, ne? Dass ihr jedenfalls ein gewisses Level braucht, um die freizuschalten, aber dann kommt hier irgendwie das Ganze gar nicht. Normalerweise steht ja hier dann einen gewissen Preis, den ihr ihn bezahlen müsst, ne? Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es so rausgefunden, und zwar steht ja unten neue Stufe und nebendran Meisterbelohnung, also Meisterstufe Belohnung. Und hier könnt ihr sie kaufen. Wieso das? Ja, genau, Level 14 braucht man hier zum Beispiel. Wieso man das hierhin macht und nicht unter Anpassung, verstehe ich nicht. Ich meine, manche sind hier und manche nicht. Von dem her, ja. Ist ein bisschen komisch, ich habe jetzt das auf dem PC nachgeschaut. Eigentlich will ich die kaufen hier, aber ja. Ich kann das nicht, weil ich zu wenig Gold habe. Ich werde es aber dann auf dem PC tun. Wir sind hier auf der PlayStation 4. Genau, das war es eigentlich. Also, bei jedem Charakter könnt ihr ein gewisses Level kriegen. Und es steht hier auch, was ihr braucht. Ne? Ich finde es eben ziemlich, ziemlich seltsam. Ne? Das war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss.